Es tut sich was in der Gegend gerade. Unter dem Motto Fuck You Freudenhaus zeigt 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. dort zurzeit seine erste große Ausstellung. Die wurde vor kurzem auch von den Profis des Vereins besucht. Was genau die Kicker dort zu sehen bekamen und warum die Wahl auf den Schwerpunkt Millerntor fiel, weiß Michael Pahl, der Vorstandsvorsitzende des Museumsvereins. Weil das ist der Ort, wo das Museum dann später mal stehen soll und sein soll. Und deswegen haben wir gesagt, da machen wir jetzt auch eine Ausstellung über das Millerntor. Wir zeigen nicht nur die Geschichte des Millerntors, sondern eben auch, welche Stadien wurden hier nicht gebaut. Da gibt es eine ganze Menge von, das wissen viele St. Pauli-Fans. Wir zeigen ein einmaliges Miniaturmodell des Millerntors, Maßstab 1 zu 100, das noch nicht ganz fertig ist, aber das wird dann als Dauerleihgabe auch im Museum stehen. Wir zeigen alles rund um den Stadionbau, was ist da passiert. Wir zeigen aber auch, wer geht ins Stadion, was passiert hier am Spieltag. Und das auf 600 Quadratmetern, also gibt es einiges zu entdecken. Bis zur fertigen Ausstellung und dem Besuch der Kiezkicker war es allerdings ein weiter Weg. Dabei konnten sich die Organisatoren aber zum Glück auf das Engagement zahlreicher Unterstützer aus dem Vereinsumfeld verlassen. Also die Ausstellung bereiten wir schon seit ein paar Monaten vor. Es haben unheimlich viele Leute mitgeholfen. Natürlich auch der FC St. Pauli, der uns unterstützt, wo er kann. Dass wir die Fläche hier zum Beispiel nutzen dürfen. Unzählige Helfer und ehrenamtliche Mitarbeiter, die hier Tag und Nacht mitgeholfen haben, aufzubauen, die Inhalte vorzubereiten, aber jetzt auch die Ausstellung am Laufen halten. Und ganz besonders unser Vereinsmitglied Carsten Hepke, der hat hier mit seiner Firma Bontempo die komplette Ausstellung gestaltet und gebaut. Und das für uns kostenlos. Also ohne den würde hier und ohne die Firma Bontempo würde hier gar nichts stehen. Also an die ganz besonders großen Dank. Bei den Kiezkickern fand das Ergebnis all der Mühen bereits großen Anklang. Und das sicher nicht nur, weil sie sich bei ihrem Rundgang auch selbst in der Ausstellung verewigen durften. Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, sich selbst in der Gegend gerade umzusehen, sollte sich mit dem Besuch nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Denn Ende August schließt das Museum zunächst wieder seine Tore. Doch auch darüber hinaus haben die Verantwortlichen große Pläne. Richtig, am 30.08. machen wir leider wieder dicht, die temporäre Ausstellung. Wir hoffen dann, dass wir bald soweit sind, auch das richtige Vereinsmuseum eröffnen zu können. Das wird aber noch eine Weile dauern. Wir brauchen da auch noch ein bisschen Geld, dass wir eben über alle möglichen Aktionen, aber eben auch über so eine Ausstellung wie diese hier sammeln. Deswegen freuen wir uns über jeden Besucher, der kommt. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch immer mal wieder temporäre Ausstellungen machen werden, einfach um auch Sachen natürlich auszutesten. Was funktioniert, was kommt bei den Leuten an, was kriegen wir für Feedback? Denn wir wollen natürlich, dass den Leuten das Museum am Ende gefällt und dafür sind wir dann auch auf den Input angewiesen und einfach auch darauf angewiesen, Sachen mal auszutesten und auszuprobieren. Man darf also gespannt sein, wie es mit dem Museum weitergeht. Für die aktuelle Ausstellung können wir aber bereits eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. In diesem Sinne, alle hin da!